Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen und haben auch einen ganz besonderen Gast zu diesem Thema eingeladen. Es geht um den Oberbegriff des Anti-Aging. Etwas, was wir ja alle wollen. Jeder will so alt wie möglich werden und dabei auch gesund bleiben. In einer umweltbelasteten Umgebung, mit einer möglicherweise nicht immer so gesunden Ernährung knabbern wir alle an unseren Lebensjahren und das werden dann weniger. Ich habe heute zu Gast Dr. Michael Kästler, einen gebürtigen Linzer, der sich seit langer Zeit nicht nur mit einem fundierten medizinischen Wissen als Allgemeinmediziner auskennt, sondern der im Laufe der letzten, und in dem Fall muss man sagen, der letzten Jahrzehnte sich immer wieder intensiv fortgebildet hat, um einen medizinischen Wissensstand zu erreichen, der sich auch an internationalen Standards messen lässt. Und das unterscheidet ihn nun marginal von vielen seiner Kollegen. Fangen wir mal bei unserem Hauptgebiet an, was wir heute abarbeiten, Anti-Aging. Sie verstehen sich als Anti-Aging-Mediziner, Anti-Aging-Arzt. Was müssen wir uns, was muss der Zuhörer, der Zuseher sich darunter vorstellen? Als ich im Jahr 1999 und 2000 zwei Jahre Ausbildung gemacht habe in Deutschland für Anti-Aging ist gleich Vorsorgemedizin, wusste in Österreich niemand, wie man das schreibt. Es waren dort 360 Teilnehmer in Deutschland, in den verschiedensten Städten München, Hamburg, Berlin, wobei ich einer von zwei Österreichern war, ein Pole und ich, und wir haben dort zwei Jahre gelernt mit einem Wissen, was in Österreich undenkbar gewesen wäre. Da waren Sie aber schon ausgebildeter Mediziner. Ich war ausgebildeter Mediziner, ich war ausgebildeter traditionell chinesisch-medizinischer Arzt und habe zwei Abschlussprüfungen dort erledigt nach jedem Jahr und habe im Jahr 2001 die erste österreichische Anti-Aging-Praxis in Linz eröffnet. Okay, das ist jetzt ein langer Zeitraum. Ich habe gelesen, Sie bieten eine Blutdiagnostik an, die weit über das bekannte Maß der Blutabnahme beim Allgemeinmediziner, beim Hausarzt hinausgeht. Und was unterscheidet sich dieses Blutbild, was Sie erstellen lassen, von den anderen? Die Blutbefunde in Österreich von den Hausärzten und Internisten sind sehr gut. Nur wenn ich wirklich hinter die Kulissen schauen will, dann mache ich einen Blutbefund nach amerikanischer Anti-Aging-Gesellschaft. Da werden über 100 Werte bestimmt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Wobei da natürlich Leberwerte, Cholesterin, alles Übliche dabei ist, aber auch alle Hormone, Krebsparameter, Herzinfarkt, Schlaganfallparameter, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Dann kann ich mir ein großes Bild machen, was bei dem Patienten oder Patientin mangelt und ihn dahingehend beraten, was man dafür tun könnte. Und das kann man ausgleichen? Das kann man ausgleichen. Der Blutbefund wird nach 2 bis 3 Monaten wiederholt und dort werden die schlechten Werte bestimmt, um zu beweisen, ist das durch eine Therapie jetzt besser geworden oder nicht. Eine Therapie, die man bei Ihnen anschließend machen kann. Ich arbeite seit 15 Jahren mit einem Biochemiker der Chemie Linz zusammen und wir machen uns fast alle Produkte selber. EU-zertifiziert, koscher, halal und vegan. Besser geht's nicht. Weil wir das auch selber nehmen und daher nur das Beste produzieren. Ja. Ich habe gelesen, Sie bieten auch eine Laserakupunktur an, Akupunktur mit Laser. Was unterscheidet das von der Akupunktur mit der Nadel? Ich betreibe seit 35 Jahren eine Praxis für Laserakupunktur, sprich Laserpunktur, weil Akku heißt eigentlich Nadel, und bin ausgebildeter TCM-Arzt. Und damit kann man behandeln sämtliche Schmerzen, hauptsächlich Nacken, Lendenwirbelsäule, Knie, Gelenksbeschwerden, aber auch innere Organe, Herz, Leber und so weiter. Es gibt kaum etwas, was man nicht versuchen kann zu behandeln.
Es ist nur ein anderer Weg, verstehe ich das richtig? Die Nadel piekst der Unterschied und der Laser Nadel und Laserpunktur nicht. Ist der, die Laserpunktur ist steril, dauert 3 bis 5 Minuten. Das Wichtigste ist, es fällt die Angst vor der Nadel weg, daher ist es auch ideal für Kinder. Und man kann vorne akupunktieren, hinten akupunktieren. Der Patient muss nicht 20 Minuten am Rücken oder am Bauch liegen und wird dort bespickt mit Nadeln. Und es ist eigentlich der Erfolg so ziemlich der gleiche. Mhm. Gut, das verstehe ich. Kommen wir bitte nochmal zurück auf die Vorsorgeuntersuchung, an das, was Sie ablesen können anhand der Parameter, die auf dem Bluttest dann aufscheinen. Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist die Darmkrebsvorsorge. Wie aussagekräftig ist ein solcher Darmtest, Schnelltest? Es gibt einen deutschen Darmkrebstest, den ich seit ca. 20 Jahren einsetze, der darin besteht, dass man eine kleine Darmstuhlprobe nimmt. Der Patient bringt das. Das wird in einem Minilabor ausgewertet in 15 Minuten und ich kann ihm sagen, ob er gefährdet ist oder nicht. Sollte eine Gefährdung vorliegen, muss natürlich eine chirurgische Darmuntersuchung durchgeführt werden. Ja, die berühmte Koloskopie. Wie hoch ist das Risiko, dass der Test einen möglichen Darmkrebs nicht erkennt? Laut Firma ist die Sicherheit 99,9%. Eine deutsche Firma. Okay. Und Sie haben auch noch nicht erlebt, dass der Test sich geirrt hätte? Bis jetzt nicht. Nein. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Unsere Körper sind durch Umwelt, Industrie und Nahrungsmittel und was weiß ich alles doch immer sehr gefährdet, von Allergien betroffen zu sein. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, bieten Sie also auch einen Immuntest an. Ja, aus einem das Bluttropfen. Ist ein Bluttest, wobei mittels eines Bluttropfens in 15 Minuten mit einem Minilabor, das ist ein italienisches Produkt, nachgewiesen werden kann, der oxidative Stress aller Zellen im Körper. Heißt auf Deutsch, wie gut ist meine Immunabwehr? Da gibt es eine Abstufung zwischen 1 bis 5, wie in der Schule. Dann kann ich dem Patienten mitteilen, die Immunabwehr ist gut, ist schlecht, ist mittel. Immunabwehr heißt, ich erkälte mich langsamer oder schneller? Ja. Meint er? Okay. Die Stärke der Abwehrzellen wird hier gemessen. Was kann man tun, wenn die schlecht ist, die Stärke der Abwehrzellen? Da gibt es verschiedenste Methoden. Erstens einmal natürlich hinaus in die Natur, sich gesund ernähren, Sport betreiben, Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, wenn man Defizite hat und so weiter. Und das besprechen Sie dann mit dem das Patienten? Das wird besprochen. Ich bin, wie gesagt, Wahlarzt und habe immer Zeit genug, um mit dem Patienten diese Dinge da zu erörtern. Sie sind Wahlarzt, jeder weiß das. Wer zum Wahlarzt geht, bekommt eine Rechnung. Wenn er Glück hat, bekommt er einen Teil von der Krankenkasse wieder zurück. Ist das bei Ihnen auch gewährleistet? Das ist gewährleistet, ja. Ja. Auch für diese Laserpunktur bekommen die Patienten circa pro Behandlung, je nachdem welche Diagnose, circa 20 Euro zurück. Eine Behandlung kostet 70 Euro. Ja, das ist der übliche Rahmen, das glaube ich auch. Aber kommen wir noch mal zu diesem großen Blutbild, was Sie machen, ganz zu Anfang zurück. Ich habe davon auch schon gehört und ich habe mich immer zu Tode erschreckt. Das kostet, ich will jetzt nicht sagen Tausende, aber schneller mal 1.000, 2.000 Euro oder mehr für ein solches Blutbild. Stimmt denn das? Ja, das ist so. Die Ausbildung ist sehr, sehr kostspielig. Es gibt vielleicht noch ein paar Kolleginnen und Kollegen in Österreich, die das ähnlich machen wie ich. Die verlangen alle zwischen 500 bis 900 Euro. Also das deutlich ist weniger, absolut gerechtfertigt. Ja. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit einem Linzer Labor zusammen und habe mir dort Preise ausgehandelt, sodass das nicht wie im Ausland, überall außer in Österreich,
mindestens 2.000 Euro kostet, sondern maximal bis jetzt 185 Euro. Ich verlange für die Blutabnahme 25 Euro fürs Material und Blut hinführen ins Labor und für die Endbesprechung 50 Euro. Das ist bis jetzt so. Es wird sich ändern, weil im Land der Glückseligen nur in Österreich die Möglichkeit besteht, um dieses Geld das zu bekommen. Das ist natürlich auch grundlegend darauf zurückzuführen, auf meine Ausbildung. Andere können was anderes besser. Ich weiß, wie man das so völlig gesetzeskonform schreibt, dass das im Moment nicht mehr kostet. Also es ist auch so, es ist berechtigt, dass man viel Geld dafür verlangt. Nur wenn man nachher dem Patienten erklärt, sie bräuchten noch Vitamine, das kostet noch auch Geld, dann wird der wahnsinnig und sagt, sie, jetzt habe ich 500, 600, 700 Euro bezahlt, jetzt soll ich nur mit 200, 300 Euro zahlen. Er ist unglücklich, ich bin nicht zufrieden, beide verlieren. Das heißt aber nochmal zusammengefasst, der reine Test kostet maximal 185 Euro. Also bis jetzt. Plus Blut abnehmen. Bis jetzt. Die Rechnung wird vom Labor geschickt, hat mit mir nichts zu tun. Gibt es noch weitere Schwerpunkte in Ihrer Ordination, über die wir reden können? Ja, ich habe auch ein Entgiftungsfußbad für Schwermetalle, wo man sehen kann, wie schwermetallbelastet ein Körper ist. Und je nach Farbe, die sich zusammensetzt von der Metallspule und von den Giften, die im Körper sind, empfehle ich dann ein, zwei, drei solche Fußbäder. Und das ist mit Sicherheit auch viel billiger und günstiger als eine Blutuntersuchung nach einzelnen Schwermetallen, weil die sind teuer. Herr Dr. Kessele, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie ja im Zuge Ihrer, ich sage jetzt nochmal, wirklich jahrzehntelangen Ausbildung sich immer wieder weitergebildet, Seminare besucht, sind auf neue Dinge gestoßen. Welches davon war denn das, was Sie am meisten begeistert hat, gefangen genommen hat und möglicherweise bis heute noch begleitet? Gibt es da etwas? Also ich habe in den letzten 30 Jahren sehr viele Seminare besucht in Deutschland, Ausland, und bin dann eigentlich durch eine Schicksalsfügung auf eine DVD gestoßen von einer Deutschen, die Knochenkrebs hatte und die durch die Methode eines russischen Arztes namens Grigori Grabovoi geheilt wurde. Sie war so begeistert davon, dass sie in Thailand ein Tal aktiviert hat als Seminarzentrum, wo ich dann teilgenommen habe, weil ich gehört habe, das geht bis zum Nachwachsen lassen von Zähnen. Wir wissen, glauben zu wissen, dass das unmöglich ist, das kann nur der Hai, aber wir nicht. Und ich habe dann vor 14 Jahren das erste Seminar dort besucht, eine ganze Woche, und am Abend des ersten Seminars war ich ein anderer Mensch. Langer Rede, kurzer Sinn, es wird dort gelehrt, dass man durch mentale Kraft sich seine Wünsche verwirklichen kann. Da muss man üben wie am Klavier. Wenn man übt, ist gut. Wenn man nicht übt, ist nichts. Also nochmal, das wird zu viel. Ja, das muss ich verstehen. Das muss der Zuhörer, der Zuseher verstehen. Also, da gibt es jemand, der sagt, du kannst mit der Kraft deiner Vorstellung, deiner Wünsche im übertragenen Sinne alles erreichen, was du willst. Auch einen Zahn nachwachsen lassen oder einen Knochen heilen. Ist das so? So ist es. Das klingt nicht glaubwürdig. Eben, ich habe es auch nicht geglaubt, und war ich dort. Und habe dort 10 Seminare besucht, also 10 Wochen ungefähr, wurde dann von einer russischen Chirurgin ausgebildet zum Dozenten, dieses Dr. Grabovoi, und veranstalte hier jetzt so ungefähr schon das 25. Seminar und mache das auch in verschiedenen Hauptstädten in Österreich, in Hotels, die sehr interessiert sind daran, dass ich dort solche Seminare abhalte. Machen Sie das aktuell? Das mache ich aktuell im Oktober, im November, in Graz, im September, in meiner Ordination, je nachdem, wer dafür Interesse hat und sich anmeldet. Also das klingt unglaublich spannend. Unser Zeitfenster schließt sich allerdings jetzt langsam. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen uns unbedingt wiedersehen. Das interessiert nicht nur mich brennend. Ich habe noch nie etwas davon gehört. Aber das möchte ich mir näher anschauen. Herr Dr. Kessele, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir sehen uns wieder. Ich danke für das Interview. Gerne.